Es ist mal wieder Mongo-Zeit. Wir befinden uns in Harpasthorst mit meinem kleinen Kumpel. Hallo. Hallo. Und wir begutachten erstmal den Australia Day 1959. Suche nach Pablos EMP-Bombe. What? 0126-1959. Das hat sicher irgendwas zu bedeuten. Bang, bang. Aber darüber kümmern wir uns erstmal später. Genau, hier war nämlich noch ein Safe. Voll mit Abfall, den ich nicht mitnehmen kann. Wie nervig. Das bedeutet natürlich, dass ich erstmal ein wenig Schrot verbrauchen muss. Na gut. Aber dann wissen wir, wo wir hin müssen. So, irgendwo sollte hier so eine Art EMP-Bombe. Wow, ganz schön viele Spritzen. Geiler Crackjunk. Ja. Spritzen. So viel Kram hier rum. Ich habe viel zu viel Kohle und einen ganzen Kram. Wo müssen wir denn hin? Ach genau, hier, das Büro von Keyboards, dem verrückten Mongo. Der sammelt ja irgendwie Leichenteile oder so ähnlich. Nee. Der sammelt geilen Scheiß auf Hack. Auf Hack, auf Hack, auf Hack. Mach sie platt! Mach sie platt, Kumpel! Hau ordentlich drauf! Hau ordentlich drauf halt! Scheiß die Wand dann, das war hart. Und sogar noch ein paar MG-Patronen rausgeklöppelt. Vielen Dank, Kumpel. Was ist denn das für eine Mucke? Kommt das hierher? Komisch. Das klang gruselig. Ja, natürlich. 91 Tage ohne Unfälle. Tja, wer es glaubt. Leichen im... Naja, mal eine Runde schwimmen. Wer bist denn du? Und wieso hast du eine Stahlschraube? Die steckt bestimmt in seinem Kopf fest. Naja. Gucken wir mal, was hier im Lüftungsschacht so rumliegt. Die kleine. Mit dem netten Bären. Oh. Hoppala. Oh. Ja, da verbrennt Erinnerung. Eieiei. Oh, was ist denn da? Ryans Kreiser schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Ah, also spricht der... Ich bin überhaupt nicht da, Kumpel. Also offensichtlich hat er gesprochen über diese komische Attentäter-Tante, die irgendwie... Und sie ist eigentlich... Will sie Ryan selber töten? Aber er glaubt, sie wäre eine Spionin von Ryan und Ryan hat überall seine Finger drin. Oh Mann, ey. Keiner vertraut dem anderen. Echt schlimm. Gut, aber wir suchen immer noch nach dem Gerät, der Bombe, dem explosiven etwas, dem kleinen Pfiff in jeder Suppe. Offensichtlich in diesem leckerblutigen Belüftungsschacht. Wo haben wir es denn? Okay. Was war das denn hier? Damage Research. Mache deine Forschung effizienter mit Damage Research. Führe Analysen durch, wie du sie für nie möglich gehalten hättest. Erhöhte Schadenspunkte durch Forschung. Oh, ja, das bedeutet, ich brauche noch einen Tonikum-Slot. Denn... Obwohl, ach egal, jetzt Photographers Eye eigentlich mal rausmachen. Das ist eh nicht so ultra wichtig. Hören wir uns lieber etwas an über dieses Wunderwerk dieser Technik hier. Von Keyboards. Warte mal. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel. Das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Tja, so ein Pech aber auch. So. Wie wir aus vorherigen Nachrichten erfahren haben, zum Glück, befindet sich in... Oh, hübsche Nachricht.
befindet sich ja in den Schaltkreisen der Big Daddies jeweils ein R34 Drahtbündel, welches ja, oh, noch mehr Nachrichten, na gut, welches sich, was ja in dieser einen Nachricht da glaube ich vorkam, dass der Keyboards die irgendwie so schnell aufrauchen würde, oh, nerv nicht, du stehst voll im Weg, Alter. Und irgendwie die Big Daddies verschleudern, keine Ahnung. Aber hören wir uns erstmal an, was der Traum sozusagen hat. Oh mein Gott. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Ja, genau. Ryan bekommt immer seinen Saft. Na super. Na, erstmal ein paar Viertelfinder-Cans. Upsala. Und schon bin ich eine Ebene tiefer. Oh, ich habe meinen kleinen Kumpel verloren. Ach, verflucht. Ja, auf den hätte ich vielleicht vorher aufpassen sollen, bevor ich da runterspringe. Ja gut, erstmal hier durch. Ich vermute mal, dass das hier das Feld ist von Keyboards. Also 1995. War so. Ja, 1900. Nicht 1500. Mal gucken. Und? Yes! Falscher Code. Verdammt. Dann versuchen wir den 1.26, den Australia Day. Shabam! Australia Day, Bitches! Ups. Au! Flucht nochmal überall diese dämlichen, vollspackigen Drähte. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Geronimo! Au. Au. Mann, das tut voll weh. Was soll das hier? Au, au. Aber zumindest ein wenig nettes Zeug gesammelt. Stickstoffgranate. Au! Verfluchte Scheiße! Ah, je, oh je. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Am Arsch der Welt. Oh mein Gott. Ganz am Arsch der Welt. Einfach am Anfang dieses verdammten Levels. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Ich hätte mir nichts sehnlicher gewünscht als das. Oh, Junge. Dann erstmal wieder zurück in die Supersteuerungseinheit runter. Kibus Labor. Ich hab's für dich getan. Ja, für dich und deine Mutter. Das ist etwas. So, aber das kommt mir eigentlich ganz gut, also ganz gelegen. Weil dann kann ich nämlich mal noch erstens mal diese Audio-Nachrichten hier einsammeln, die ich irgendwie verpeilt habe mitzunehmen. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Na super. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Was? Ryan ist der beste Elektroingenieur ever? Auch mal nett, das zu erfahren. Genau, also wir kriegen jetzt die Möglichkeit, erstmal ein paar R34-Drahtbündel einzusammeln. Wegen den ganzen erledigten Big Daddies, die ja so auf dem Weg hier rumeiern. Aber wir haben ja schon alle Little Sisters eingesammelt. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich egal, ob wir die jetzt einsammeln oder so. Also, es wäre mir zwar lieber eigentlich, nicht neue Kämpfe hier anzufangen mit den kleinen Lutschern. Was ist das? Oh, der lebt ja noch. Tja, sowas aber auch. Naja. Meine Güte, wie viel Nachrichten ich hier liegen gelassen habe. Ich habe das Game irgendwie auf Crack gespielt oder was. Aufmerksam gleich null. Mir scheint, Fontaine kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Splicer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Oh, ich hatte echt gedacht, hier wäre noch ein Big Daddy gewesen. Na gut, ich brauche ja nur noch zwei Drahtbündel und dann geht das ja.
Allerdings drehe ich mal auf der nächsten... Ah, genau, da lag noch einer. Auf der nächsten Powder-to-Bibel-Station hole ich mir am besten... Wow. Was? In der nächsten Powder-to-Bibel-Station hole ich mir, glaube ich, am besten diese verjüngte Düse, damit ich nicht mehr so viel Munition mit dem Chemowerfer verbrauche. Weil der ist echt gut, eigentlich. Aber ich verbrauche damit ja so übertrieben viel mit der Munition, Napalm und so. Naja. Aber hoffentlich finde ich jetzt auf dem Weg erstmal noch einen Big Daddy und dann habe ich 4 von 4 Drahtbündeln, 2 Ionengele und... Okay. Und... Naja, das... Das Nitroglycerin, hat er ja gesagt, liegt in seinem Büro. Also, das wird wohl so ziemlich die schnellste... Letzte Zusammenbauen einer kleinen... Was ist denn? Wow. Der EMP-Bombe sein, die ich jemals hingekriegt habe. Fluch sei die Frucht deiner Gewehrtrommel. What? Was du laberst? Wo bist du? Ach, der ist nur geschockt. Schockierend. Und das letzte Drahtbündel. Wunderbar. Und auch das Nitroglycerin zusammensammeln. Ui, ein Autohacker. Ich habe eigentlich nur aus Versehen auf R gedrückt. Naja, kommt mir eigentlich relativ gelegen. Aber er hat gesagt, in seinem Büro liegt die Scheiße rum. Und ich habe ja mal erwähnt, ungefähr so 3000 Mal, dass ich dieses Game hier schon mal durch hatte. Schon ungefähr 2 Mal. Ja, ungefähr. Ganz grob. So, gut, dann sparen wir uns die Unannehmlichkeiten mit dem Elektroscheiß. Hier ist nämlich das besagte Nitroglycerin und dort ist besagter Scheiße. Also muss das wirklich sein? Ja, okay, zielen wäre ganz hilfreich. Hey, noch eine Powder-to-Bibel-Station. Geil. Wahrscheinlich habe ich mit meinem übergeilen Blick, den ich gerade entdeckt habe, einfach alles zu übersehen. Wahrscheinlich schon 3 oder so für übersehen einfach von diesen Powder-to-Bibel-geilen Dingern. Die Kette bewegt sich. Hören wir uns gleich an, denn wir müssen nur diesen geilen Knopf hier aktivieren. Mit dem Namen interessanter Schalter. Und kurz nachladen und benützeln. Und schon geht das Nitroglycerin an den Start. Hä? Der interessante Schalter hat offensichtlich noch mehr Effekte. Nämlich diese formschöne Scheiße hier zu aktivieren. Ja. Formschön und absolut sinnlos gegen mich, denn ich bin viel zu mächtig dafür. Kämpft mal Nitroglycerin. Und schon haben wir all unsere Bemühungen abgeschlossen, um endlich Ryan gegenüberzutreten. Yay! Und die Verjüngung der Superdüse. Wie vorangekündigt. So, und schon verbrauchen wir viel weniger an interessanten Schaltern. Nein, viel weniger an Munition für unseren geilen Chemowerfer. Au! Ach, mein Gottchen hier. Ich bin unfähig. Einfach zu unfähig. Ich brauche noch so einen coolen Clowns-Automaten. Muss ich mir eigentlich erstmal ein paar von den Verbandskästen besorgen. Das hält ja keiner aus hier. Naja, aber bestücken wir erstmal unsere geniale Bombe. Mein kleines EMP-Wunderwerk der Technik. So ein Quatsch. Jeder kann dich austricksen. Gib das Ionengel in die EMP-Bombe. Gib das Nitroglycerin. Gib alles in die EMP-Bombe. Super. Und das geht's. Hebe das Gerät auf. Ja. Ja. Ganz ernsthaft. Das Ding hier ist einfach... Geht über eine ganze Werkbank. Und ich steck mir das einfach so in die Hosentasche. Einfach genial. Sieht das aus wie eine echte Bombe? Ich würde schwer hoffen. Du musst sie nach der geothermischen Überprüfung am Kern abbringen. Werden wir sehen, ob diese verdammten Oberschlauchgelehrten überhaupt eine Ahnung von der Geschichte haben. Ja, die kriegen das schon hin. Ich weiß doch, dass sie es drauf haben. Leute, Leute, Leute. Schön warm hier unten, nicht wahr? Wuhu, Leute. Schluck meinen Schrot! Ach, verflucht dich doch noch! Oh mein Gott!
Das wirkt nicht mehr. Nein!